Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Heute, wie immer, ein interessantes Thema gilt es zu besprechen, und zwar, wie gehen wir mit der Sonne um, wie vermeiden wir Hautkrebs und was bedeutet richtiger Sonnenschutz? Die Angst vor dem Hautkrebs ist die Motivation für die Werbung für Sonnenschutzmittel. Sie ist wichtig, zugegeben, aber wichtig ist vielmehr, dass wir den goldenen Mittelweg finden im Umgang mit der Sonne. Es gibt sie ja nicht umsonst, die Sonne. Und wir sind nicht umsonst für die Sonne gemacht. Aber tatsächlich ist es wichtig zu verhindern, dass wir Hautkrebs bekommen. Und der Hautkrebs ist die Folge von häufigem Sonnenbrand, den wir schon als Babys, als Kinder, als Jugendliche, als Erwachsene bekommen haben. Das heißt, es summiert sich. Unser Ziel muss also sein, in unserem Leben so wenig wie möglich einen Sonnenbrand zu bekommen. Insofern ist der Sonnenschutz wichtig. Gleichzeitig aber brauchen wir die Sonne, um Vitamin D zu bilden. Vitamin D ist ein sehr, sehr wichtiges, ein lebenswichtiges Vitamin, welches wir zwar über die Nahrung aufnehmen können, es aber in der Regel nicht in ausreichender Menge tun, sondern unsere Haut bildet dieses Vitamin D aus den Vorstufen und dazu braucht sie UV-Licht, also die Sonne. Das bedeutet ganz konkret, wir müssen den Sonnenbrand vermeiden und dennoch zulassen, dass Sonne auf unsere Haut kommt. Extreme Sonne finden wir um die Mittagszeit. Es ist also sinnvoll, die Mittagssonne zu meiden. Konkret zwischen 11 und 16 Uhr, vor allem in der Sommerzeit und vor allem im Süden, den direkten Sonnenkontakt meiden, sich in dieser Zeit hauptsächlich im Schatten aufhalten, ist schon mal ein ganz guter Sonnenschutz. Sonnencremes, Sonnengels, Sonnenschutzmittel mit dem Faktor mehr als 30 sind in meinen Augen völlig überflüssig und sie erreichen eher das Gegenteil. Also maximal bis zum Faktor 30. Das ist meine Empfehlung. Auch ist es sinnvoll, zunächst nicht sofort einen Sonnenschutz aufzutragen, wenn man sich nach draußen begibt, sondern 5 bis 10 Minuten warten, die Sonne auf die Haut scheinen lassen und dann erst den Sonnenschutz auftragen. Warum? Wir haben einen natürlichen Sonnenschutz in unserer Haut, automatisch, umsonst, und zwar das braune Pigment. Es entsteht, wenn UV-Licht auf unsere Haut scheint. Entsprechend habe ich im Frühjahr die häufigsten Sonnenbrandfälle. Warum? Man unterschätzt die Kraft der Frühjahrssonne und die Haut hat über den Winter durch das fehlende UV-Licht der Sonne noch kein eigenes Pigment gebildet. Die Haut ist noch nicht gebräunt und damit ist der körpereigene Schutz gegenüber der Sonne noch gar nicht vorhanden. Ein wichtiger Sonnenschutz, vor allem für Kinder, ist das Tragen eines Hutes mit einer breiten Krempe, sodass das Gesicht weitgehend im Schatten ist. Es ist auch wichtig zu wissen, dass solange wir uns in der Sonne bewegen, ein Sonnenbrand nicht so schnell auftritt. Wenn wir aber zum Beispiel schlafen und uns nicht bewegen und die Sonne über längere Zeit immer die gleichen Hautpartien bescheinen kann, ist die Gefahr des Sonnenbrandes viel größer. Ich fasse also noch einmal zusammen. Wir brauchen die Sonne, wir müssen uns vor dem Sonnenbrand schützen und wir können das durchaus tun, aber bewusst die Mittel einsetzen, die wir zur Verfügung haben. Einen Sonnenschutzfaktor bis 30 genügt, das Tragen eines Hutes und das Meiden der extremen Sonnenbestrahlung um die Mittagszeit. Wie ich bei Kindern Holz, Spreisel oder Dornenfremdkörper oder was für Glassplitter oder was für Fremdkörper auch immer aus der Haut entferne. Wie man Augentropfen bei Kindern verabreicht. Ich erfahre in meiner Sprechstunde, dass das gar nicht so einfach ist. Vor allem bei den kleinen Kindern, die wehren sich nämlich mit Kräften gegen die Augentropfen. Nasenbluten. Nasenbluten bei Kindern ist meistens dann verstärkt vorhanden, wenn auch die Eltern Nasenbluten haben oder hatten. Deshalb ist es oft ein familiäres Problem und mich wundert, wie
verunsichert oftmals die Patienten mit diesem Thema sind.